So, jetzt aber rein mit der Kerze. You did it! Now you can get the sky crystals from the statue. I'm gonna go check on Grandpapa and Sis now. Come on, Mr. Vanderkins, let's go! Ihr habt es geschafft, jetzt könnt ihr die Himmelskristalle von der Statue holen. Ich schaue inzwischen nach Opa und meiner Schwester. Komm, Mr. Vanderkins, los geht's! Himmelskristalle. Ich habe die Himmelskristalle von der Statue. So, auf geht's. Jetzt können wir zum Kristallgenerator. Und hier das Einfügen. Die Bambusstange ersetzen. Oh, was kommt denn daraus? Ein Bimsstein. Und dann mit dem Seil und los geht's. Hier haben wir einen Bimsstein. Und ich habe es geschafft, aber da ist noch ein... Ich glaube, ich habe einige Stellen vergessen. Ich brauche etwas Licht. So, jetzt muss ich die Sachen da unten drauf finden. Das hier, das hier. Eine Katze, ein Wassertropfen, ein Hund. Das sind so ziemlich die gleichen Symbole wie überall. Nur etwas fleckiger. Nein, ein Stern. Dieser Adler, die Fische im Kreis, dieser Fisch, die Rose. Und das und so ein Geschmiere. Ach, eine Rose. So, und jetzt können wir an die Kristallsteuerung. So, das müssen wir machen sein. Nein. Nicht so. So. Dann so. So, so und so. Hoppla, das war ein gewaltiger Energieschub. Das sollte ich mir anschauen. So, jetzt ist da unten das Licht angegangen. Jetzt können wir den Hebel betätigen. Away they flew. Princess Sophia and her new friends soared on the Wing Fairy towards Skyward Castle. As the Wing Fairy family went off to find other survivors, Sophia ventured into Skyward Castle alone. Kapitel 2, der Wolkenhof, über den Wolken. Da ist es also, das Himmelsschloss. Wir sollten möglichst schnell herausfinden, was mit deinen Eltern geschehen ist. Einhorn. Das arme Tier kann immer noch nicht fliegen. Ich muss irgendwie seine Wunden behandeln. Hier oben haben wir das Himmelsschloss. Ein Vogelhaus. Da oben schwebt eine Insel, die erreiche ich nur mit einem geflügelten mit geflügelter Unterstützung. Dornentor. Ich muss einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Na gut, dann gehen wir mal zum Kaserneingang. Steintruhe. Steindeckel. Im Deckel fehlen einige Tafeln, vielleicht lässt es sich damit öffnen. Hieß doch irgendwo hier. Zur Schlossbrücke. Metallhaken, hier könnte man etwas aufhängen. Schlüsselkasten abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um an die anderen Schlüssel zu kommen. Vierten Zylinder umschalten. Also.
Kontra drin. Das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, wir brauchten wir noch was. Kasernenschloss. Okay, hier fehlt auch was. Okay, müssen wir das hier irgendwie lösen. Das hier war eine 8. 8 plus 8 sind 16. Genau, 16. Dann haben wir hier 5 plus 2 macht dann 7. Hier haben wir 8 plus 10 macht dann 18. Und hier haben wir 3 plus 6 macht dann 9. Und dann kommen wir hier auch durch. Und dann gehen wir zum Schlossinneren. That scoundrel Dreadmire's hoodwinked us. That basilisk will petrify us if we get near it. But we need to find a way past it. Dieser fiese Dreadmire hat uns reingelegt. Der Basilisk wird uns versteinern, wenn wir uns ihm nähern. Wir müssen aber an ihm vorbei. Barriere. Die Barriere lässt sich nicht mit Gewalt aufbringen. Ich muss sie neutralisieren. Hier können wir das ansehen. Hier ist etwas völlig überwuchert. Ah, das ist auch eine Barriere. Braucht sie viel Platz, diese Barriere. Ja. Sehen wir hier die riesige Barriere. Dornentor, Einhorn. Finde die Schwäche des Basilisken heraus. Das Fest der Sterne. Die Feststatue. So das hier gerade mal. Der alte Mann. Ich konnte den Großvater des kleinen Mädchens befreien. Seine Magie ist nun dahin und er kann die Wolkenfähre nicht wieder startbereit machen. Aber vielleicht kann ich die Wolkenfähre bedienen. Fortsetzung folgt. Die Feststatue versorgt die Himmelskristalle mit Energie. Nur so können die Sternlaternen am Fest der Steine. Am Fest der Sterne in den Himmel aufsteigen. Laut Überlieferung findet Prinzessin Sophia den Weg zurück nach Hause, wenn die Laternen das Schloss ohne Träume erreichen. Hey. Jedes Jahr zur Wintersonnenwende treffen sich die Kinder aus dem ganzen Königreich zu einem Wettbewerb, um die schönste Laterne zu basteln. Die Statue wacht über den Wettbewerb und der Gewinner darf einen Tag im Schloss mit dem Königspaar verbringen. Himmlische Kristalle. Himmelskristalle sind Splitter aus kondensierter Magie. Diese einzig greifbare Form der Magie wird als Himmelskristalle bezeichnet, da sie ausschließlich in den Wolken schweben. Aus den Kristallen lassen sich verschiedene Werkzeuge und Gegenstände herstellen. Bestiarium Basilisk. Der räuberische Basilisk lebt in den Steinnebelsümpfen. Obwohl langsam und ungeschickt, ist er äußerst gefährlich, da sein Blick die Beute versteinert, bevor er ihr die Lebenskraft entzieht. Naja. Irgendwie müssen wir noch an ihm vorbei und wir haben immer noch den Goldblattzweig. Hier könnte ich etwas aufhängen.
Die Frage ist nur, was aufhängen. Okay, können wir damit etwas? Nein. Und damit? Aha. Ich finde einen alten Schlüssel. Der bestimmt in den Schlüsselkasten passt. Dort finden wir einen Eichenring. Okay, wenn du meinst, wir müssen zum Landeplatz. So, und dann... Die paar Leute, die wir schon kennengelernt haben in den ersten drei Teilen. Dann sind wir auch im nächsten Bildschirmabschnitt. Was haben wir hier? Kristallgitter. Ein bisschen Geraffel. Da sind einige leere Halterungen. Ich muss irgendetwas dort einsetzen. Diese Dornenmuschel ist abgestorben und sehr stachelig. Ja. Ah. Diese Ranken haben seit Ewigkeiten kein Wasser bekommen. Oh, eine Runde Mitleid für die Pflanzen. Oh, nur weil es so schön war nochmal. Oh, alle guten Dinge sind drei. Oh, Statue der Feenkönigin. Das ist eine Statue der Feenkönigin. Die Feen haben bestimmt beim Bau dieses Gartens geholfen. Zur riesigen Goldblatteiche, zum Gewächshaus, oh, Schlüsselloch. In der Uhr ist ein Schlüsselloch. Ja, was für ein Wunder. Hatte ich nicht gedacht. Ist da nicht gerade Dreadmire in das Schloss gelaufen? Wie hat er so schnell bisher hergeschafft? Heiliges Vogelfutter, was auch immer. Steintafel. Oh. Zerrissenes Buch. Auch sie, dass sie gelesen hat, als der Basilisk angriff. Ja, da fehlt inzwischen das halbe Buch. Ich glaube noch ein Schlüssel und ein Teppichstück. Aus der Tasche und natürlich noch das Bernstein-Emblem. Wieso auch nicht? Wir können es halt. Weinbergtor. Eieiei. Was für ein seltsames Tor, überall sind Ranken aus Bronze. Aber wir haben den Schlüssel. Ja, stand sogar dran, Gewächshausschlüssel. Solche Langweiler. Mann, gibt es keine Anleitung mehr hierfür. Was brauche ich denn überhaupt? 10 Sonne, 10 Mond, 10 dieser Mond, 10 diese Sonne. Ja. Von mir eine aufgehende Sonne. Oder 2 aufgehende Sonne. Naja, dann haben wir hier 8, da ist ein Mond. Ach ja, hier wird es auch noch angezeigt. 5 ist Sonne. 3 ist Sonne. 8 ist untergehende Sonne. Ja. Ist Mond. Ah, 2 ist Vollmond. Also
Mond steht oben. Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Das haben wir hier. Da haben wir Halbmond. Das haben wir nicht. Das haben wir. Hier Sonne und Mond. Achso, hier haben wir. Ah, aha. Okay. Weiter geht's. Pflanztöpfe. Naja, wieder Pflanzen. Viermal. Mit diesem Begriff beschreibe ich meine Werkstatt von Pflanzen. Ein Pflanzenkultivator. Und ein Schuppen. Hier müssen wir jetzt die richtigen Blumen finden. Hast du das gesehen? Einige der Blumen reagieren auf das Licht. So. Einige Blumen reagieren auf das Licht. Nein, das haben wir nicht. Das Licht haben wir noch. Hier haben wir Pflanzen, die wir noch nicht haben. So, das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir auch noch. Das hier brauchen wir noch. Das brauchen wir auch noch. Die Gartenschere brauchen wir auch. Das brauchen wir noch. Und die hier auch. Jetzt bekommen wir eine Gartenschere. Natürlich. Kannst du nochmal den Schuppen anschauen? Überwucherter Tisch. Der Tisch ist völlig von Pflanzen aller Art bewuchert. Okay, dann die Gartenschere. Ja, weiter schneiden. Und weiter schneiden. So, dann wollen wir den Smaragd. Und dann schauen wir uns mal den leeren Sack für Schwefel an. Nach Geruch und faul zu sein, war das der hier für Schwefel. Das getrocknete Torfmoos, davon benötige ich noch mehr. Dieser feine weiße Staub, das ist Kreide. Fördert die Dreingabe und neutralisiert Säure. Saurem Boden. Nährstoffreiche, feuchte Erde, perfekt für junge Pflanzen. Ein guter Wasserspeicher und ideal für sehr durstige Pflanzen. Ideal für Pflanzen, die nicht viel Erde oder Wasser, aber jede Menge Licht und Luft benötigen. Ja, brauchen wir noch ein paar Werkstoffe. Ich sehe gerade, wir haben alle drei Runen. Haben die nochmal gefehlt? Ach ja. Ich weiß wieder. Ich weiß. Hier oben. Nein. Hier. So, das hier muss auf jeden Fall hier hin. Hier sind nur so Steine. Also eins, zwei, nein, eins haben wir auch. No.
zwei, drei. Vier. Fünf. Oh, das ist vier. Vier, fünf. Ja. Nicht schlecht. Dann bekommen wir hier die letzten zwei Kacheln. Und können dann zur Kaserne und hier die Steintafeln aufsetzen und was spielen wir denn? Ach ja. Wir spielen ein Farbenspiel, okay. Brauchen wir rot, hier brauchen wir gelb und hier brauchen wir vermutlich grün. Oder andersherum. Hier rot. Und hier gelb. Hier blau. Hm, auch nicht? Wie war das nochmal? Blau hier? Wo sind die? Ach so, in jeder Reihe etwas anderes. Gelb ist hier richtig, hier kommt dann Rot hin. Das passt nicht. Hier gelb, hier rot. Dann haben wir hier gelb, ja. Und hier blau. Dann haben wir hier blau und hier blau. Okay, dann haben wir hier rot, so. Und hier grün, oder? Und hier noch blau und hier noch blau. Haben wir hier grün und hier gelb. Hier blau und hier grün, genau. Ein zerrissenes Buch und ein Schwertgriff. Naja, müssen wir hier hin und ihr die Hälfte vom Buch geben. Dann reden wir mit dem Faun. When Dreadmire attacked, I thought I could hatch a cockatrice to combat the basilisk. In the end, I could do no more than hide the egg. Thank you for rescuing me, Your Highness. I see that you seek treatment for your unicorn and a way past the basilisk. I would be honored to help. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Hoheit. Wie ich sehe, sucht ihr ein Heilmittel für euer Einhorn und einen Weg, den Basilisk zu besiegen. Ich wäre geehrt, euch helfen zu dürfen. A Basilisk's natural enemy is the cockatrice. I hid a cockatrice egg in the greenhouse nearby. But you'll need this scroll to reveal its hiding place. Der natürliche Feind aller Basilisken ist der Cockatrice. Oh, ich glaube, der heißt Cockatrice. Ich weiß nicht, ob der im Deutschen auch so heißt. Ich habe ein Cockatrice-Ei neben Gewächshaus hier in der Nähe versteckt. Um es zu finden, benötigt ihr diese Schriftrolle. Please bring the egg to me, while I work out a treatment for your unicorn. Yura's light be with you, Your Highness. Bringt mir bitte das Ei. Ich arbeite inzwischen an einem Heilmittel für euer Einhorn. Möge euch Yuras Licht leiten, Hoheit. Der Faun hat mir eine Schriftrolle. Ja, die Faun eigentlich. Hat mir eine Schriftrolle mit Heilkräutern gegeben.
Ja, ich brauche jetzt nur das ganze Zeug. Wähle das Ei des Kokatrisen. Die Feenkönigin. Die Feenkönigin war eng mit meinen Eltern befreundet und hat mir seit meinem Erwachen stets geholfen. Auch jetzt begleitet mich ihre treue Eule ran und hilft mir bei der Suche nach meinen Eltern. Ich habe die Faunheilerin gerettet. Sie sagt, dass ich den Basilisken mit Hilfe seines natürlichen Todfeindes besiegen kann. Eine Kokatrise. Ich muss ihr das versteckte Ei bringen und sie kümmert sich inzwischen um ein Einhorn. Freund und Feind. Faune sind Verwandte der Zentauren und bemüht für ihr Wissen über die Natur. Bewandert in Naturwissenschaft, Biologie und Medizin stehen ihre Fähigkeiten denen der Magier um nichts nach. Super, so ein Schwertgriff. Und irgendein Plan für Heilkräuter. Und den muss ich vermutlich hier hinlegen. Hoppla! So geht man aber nicht mit Eiern um. Wie unverantwortlich. Grau und rot mit scharfen Zacken. Wer legt denn so etwas? Warme Erdfarben mit blauen Punkten, das perfekte Ei für den modischen Herbstpfau. Dieses Ei sieht eigentlich normal aus, scheint sich aber in Schlamm gewälzt zu haben. Dieses Muster ist nichts für Leute mit Kopfschmerzen oder jemanden, der kein Grün mag. Rankenmuster rundherum, grün auf gelb, ist gar nicht dumm. Blau und Pink sind ja eigentlich ein modisches Desaster, aber auf einem Ei ganz fröhlich. Blau und Gelb ganz frank und frei, das ist ein richtiges Batik-Ei. Ich wette, unter Fliegenpilzen wäre dieses Ei perfekt getarnt. Geometrische Muster auf einem Ei, aber das Grün harmoniert eigentlich ganz gut mit dem Gelb. Glückwunsch, dies könnte nützlich sein. Kokatrisenei. You found it. Now we have to hatch it. Unfortunately, I remember the incubator was being repaired. Ihr habt es gefunden, nun müssen wir es ausbrüten. Leider war der Inkubator kaputt und musste zur Reparatur. The blacksmith was forging a new incubator frame before the attack. If we can fix the incubator, we could hatch the cockatrice. Here, I have a barracks pass you can use, your highness. Kurz vor dem Angriff war der Schmied gerade dabei, einen neuen Inkubatorraum zu bauen. Wenn wir den Inkubator reparieren, können wir den Kokatrisen ausbrüten. Nehmt diesen Kasernenschlüssel mit. Ich habe einen Kasernenschlüssel von der Faun bekommen. So, jetzt müssen wir alles richtig herumdrehen. So, ja, das hier sieht gut aus. Das auch. Und rein in die Kaserne.